Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie wir LEDs in unserem PS5-Controller einbauen können. Dabei könnten wir entweder wie hier einfach die Standardtasten drin lassen oder wie hier auch beleuchtete Hintergrundtasten nehmen und extra durchsichtige transparente Knöpfe einbauen. Jetzt, wenn das Licht leuchtet, erkennt man das vielleicht nicht ganz so gut, aber die sind beide mit LEDs hinterlegt, sowohl der weiße als auch der blaue Controller. Und heute zeige ich euch in dem Video, wie wir diese LEDs in den Controller einbauen können. Legen wir los! Wir bauen nämlich das Set dort ein und man kann auswählen zwischen Rot, Grün, Blau oder Weiß. Und ich werde da Weiß einbauen. Dazu erzähle ich aber noch gleich was, wenn wir den Controller auseinandergenommen haben. Als erstes nehmen wir den Controller aus der Verpackung raus und stecken schon mal den Lötkolben ein. Ich stelle meinen Lötkolben jetzt hier zwischen 400 und 450 Grad ein. Also wenn ihr einen Drehregler habt, am besten so auf 400 ungefähr. Weil ihr müsst an der Platine löten und dafür braucht man ein bisschen höhere Temperaturen. Während der Lötkolben jetzt aufheizt, können wir schon mal den Controller auseinandernehmen. Eine detaillierte Anleitung habe ich wie immer in diesem Video hier gemacht. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, also wenn ihr Fragen habt oder etwas unklar ist, einfach zu dem Video springen. So, ich habe jetzt schnell einmal L1 und R1 und das Mittelstück entfernt, denn dann erkennt man die vier Schrauben, welche einmal hier oben und hier unten auf der anderen Seite befestigt sind. Die schraube ich einmal schnell heraus. Jetzt, wo die vier Schrauben ausgeschraubt sind, können wir die beiden Gehäusehälften leicht trennen und dann hier die Klipse einfach nach oben ziehen, sodass die aus dem Haken rausspringen. Und dann trennen sich auch schon beide Gehäusehälften ganz einfach. So, die Rückschale, die tun wir jetzt erstmal hier oben irgendwo zur Seite, weil wir die gerade nicht brauchen. Und uns fliegt auch schon die Batterie entgegen. Die sollten wir auch als erstes entfernen, damit kein Strom mehr auf unserer Platine drauf ist. Als nächstes nehmen wir das kleine Mikrofonkabel hier. Das ziehen wir auch einmal nach oben ab und legen es einfach auf die Batterie. Und danach folgt die Schraube hier, welche sich in der Mitte der Batteriehalterung befindet. Die schrauben wir auch einmal komplett raus. Dann können wir ebenfalls das ganze Stück hier rausnehmen. Als nächstes kommen die Flexkabel. Das bedeutet hier einmal links. Man zieht die einfach mit Vorsicht und leichten Ruckbewegungen links, rechts wackelnd da raus. Und auch nochmal so hier vorne beim Touchpad. Und das lange Mikrofon ebenfalls, hier ein bisschen aufpassen, das ist ganz dünn, das kann leicht reißen. Man kann es auch nachkaufen, aber wäre natürlich schön, wenn es ganz bleibt. Deswegen legt man das auch einfach auf die Batterie, dann hat man das später. Als nächstes kommen hier links und rechts zwei silberne Schrauben, die schraube ich auch noch ganz schnell raus. Jetzt können wir nämlich das ganze Mittelstück einmal nach oben rausziehen, bei dem Modell. Also das ist jetzt hier ein BDM20 Modell. Falls ihr ein BDM10-Modell habt, das erkläre ich auch nochmal in dem anderen Video, aber ich sage es jetzt nochmal schnell hier. Wenn ihr ein BDM10-Modell habt, müsst ihr erst die Platine hier rausheben, das heißt mit den Haken die entfernen. Und dann sind hier vorne zwei Schrauben, die müsst ihr dann zuerst rausnehmen. Also hier bei dem BDM20-Modell ist ganz einfach, dann nehmt ihr das komplette Mittelstück raus. Und jetzt könnt ihr hier schon mal die durchsichtigen Tasten einsetzen. Also wenn ihr durchsichtige Tasten in dem Set habt, einfach hier schnell die Gummis abziehen und dann diese Tasten durch die Tasten ersetzen. Ich mache das mal im Schnelldurchgang. Jetzt, da ich meine Fronttasten getauscht habe, sieht das von der anderen Seite hier so aus. Und die alten Tasten, falls ihr die mal irgendwann nochmal brauchen solltet, könnt ihr die am besten einfach in die mitgelieferte Tüte reintun und aufbewahren. Denn wir fangen nun damit an, die LEDs an unseren Controller zu befestigen. Dafür am besten die Platine nochmal in ihre Position drücken und auf der Rückseite jetzt die LEDs festkleben. Jetzt, bevor wir die jedoch festkleben, müssen wir die vorbereiten. Das heißt, ihr könnt euch selbst hier auf der Platine aussuchen, ob ihr die dann später rot, grün, blau oder weiß leuchten lassen möchtet. Ich blende das mal jetzt hier kurz ein. Hier gibt es nämlich so einen kleinen Abschnitt. Da steht einmal B, G und R drauf. Diese zwei Halbkreise, welche da drauf sind, die muss man mit Lötzinn verbinden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel blau wollt, müsst ihr auf dem Punkt bei B einfach einen Lötpunkt drauf machen mit Lötzinn. Und falls ihr grün wollt, dasselbe oder rot das gleiche. Und falls ihr weiß haben möchtet, dann müsst ihr auf alle drei einen Punkt machen. Und das war es dann auch schon. Also so entscheidet ihr einfach, in welcher Farbe das LED-Kit später leuchten soll und könnt euch auch schnell umentscheiden. Wenn ihr dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe gerade blau, aber möchte lieber weiß, baut den nochmal auseinander und lötet alle drei Punkte, dann habt ihr es in weiß. So könnt ihr es flexibel gestalten und immer noch ändern.
In meinem Fall möchte ich zum Beispiel weiß haben, das heißt, ich löte das jetzt an alle drei Punkte an. Ich zeige auch nochmal aus dem Näheren, wie das dann aussieht. Dafür nehme ich einfach meinen Lötkolben und das Lötzinn, halte das hier vorne dran und löte dann beide Punkte einmal fest, sodass da ein kleines Kügelchen drauf ist und diese beiden Halbkreise miteinander verbunden sind. Falls ihr kein Lötzinn habt, könnt ihr mir das gerne schreiben, dann lege ich euch das einfach ins Paket mit rein. Jetzt, da das hier festgelötet ist, können wir das auch schon auf unsere Mittelgestell draufkleben. Dafür müssen wir einfach nur diese Tesastreifen hier auf der Rückseite einmal abziehen. Jetzt sind diese beiden Seiten klebrig und man setzt die genauso auf, dass die Aussparungen hier über den Kreisen auf beiden Seiten liegen. Das heißt, später sollten die Kontaktflächen von der Vorderseite immer noch durch diese Aussparungen die Tasten betätigen können. So, wenn beides festgeklebt ist, schön flach drücken und dann einmal umdrehen. Ich nehme das jetzt schon mal hier und lege das auch wieder rein. Die Kabel, welche hier außenrum führen, einfach einmal komplett rüberziehen, sodass die hinten später wieder angelötet werden können. Und jetzt, wenn ihr das einsetzt, darauf aufpassen, dass das Touchpad-Kabel hier wieder durch die Aussparung durchgeführt wird. So, ich befestige jetzt schon mal das Mittelgestell wieder mit den zwei Schrauben links und rechts. Nun kommt der kniffligste Part bei dem Umbau und dieser ist im Endeffekt auch ganz einfach. Es geht nämlich darum, dass man den Lötpunkt für die Stromversorgung abgreift. Und dafür muss man sich einfach nur hier oben über den Leiterbahnen diesen einen Punkt schnappen, welcher für die Stromversorgung da ist, und da das rote Kabel anlöten. Ich zeige noch einmal hier auch bei den unterschiedlichen Modellen, weil die stehen leicht an anderen Positionen. Ich zeige mal hier in dieser Einblendung, wo ihr den genau anlöten müsst und dort einfach nur einen Punkt machen. Ich zeige jetzt auch noch mal im Nahen, wie ich das hier in die Platine löte. Also ich mache jetzt zuerst, wie vorhin, hier oben einen kleinen Punkt Lötzinn drauf, damit sich das mit der Platine verschmilzt. Und anschließend kann ich das Kabel, das rote, nehmen und hier vorne anlöten. Ich lege das jetzt mal ein bisschen näher. Ich habe das rote Kabel jetzt so daran gelötet, dass es nach oben abgeht und man es gleich schön verlegen kann. Jetzt, da es gut festgelötet ist, können wir diese Seite hier schon einmal umdrehen. Darauf achten natürlich, dass hier wieder kein Flexkabel eingequetscht wird. Und dann verlegen wir das am besten hier unter dem Touchpad-Kabel einfach durch und stecken schon mal das Touchpad-Kabel ein. So. Jetzt drücken wir auch die ganze Platine fest und stecken auch schon mal die Flexkabel an den Seiten ein. Das schwarze Kabel, das müssen wir jetzt ebenfalls an die Platine löten. Ich mache hier immer gerne, wenn die ein bisschen länger sind oder halt auch, damit man die Länge variieren kann, so eine Schlaufe rein. Denn wenn man sie länger braucht, dann macht man einfach diesen Kreis kleiner. Wenn man sie kürzer braucht, macht man ihn ein bisschen größer und kann das so verteilen. Dann ist es leichter, die zu verstauen. Denn dieses schwarze Kabel müssen wir einmal hier vorne dran löten. Also es gibt mehrere Analog-Stick-Punkte, die man nehmen kann, überall wo Ground auf der Platine ist. Ich nehme meist einfach gerne diesen Punkt hier. Das passt dann auch von der Länge schön, dann kann man das später schön verlegen. Und hier einmal kurz dran machen. Dann ist unser LED-Kit auch schon immer mit Ground verbunden. Kabel führen wir einmal hier unten entlang und dann können wir auch schon die Batteriehalterung nehmen und wieder einsetzen. Als nächstes folgt das lange Mikrofonkabel. Das müssen wir einmal durch diese Führung hier unten durchschieben, dann auf der Seite erstmal einhaken, durchziehen und hier vorne einstecken. Das kurze Mikrofonkabel nehmen wir jetzt ebenfalls, stecken das schon mal ein und halten das auch in die Batteriehalterung ein. Nachdem das eingebaut ist, nehmen wir auch die Batterie, diese ebenfalls einfach einstecken. Die Kabel schön an der Seite verstauen und dann einlegen. Und wenn man die einsteckt, dann leuchten die Tasten üblicherweise schon mal. So könnt ihr sehen, ob das richtig verlötet ist. Ich mache jetzt auch noch die Rückseite drauf. Schraub einmal alle vier Schrauben fest. Als nächstes setze ich dann das Mittelstück ein. Dafür vorne diese zwei Häkchen einmal reinschieben und den Rest dann entlang den Seiten einklicken. Zum Schluss noch L1 und R1 einsetzen. Jetzt, da alles zusammengebaut ist, können wir uns das Fazit noch anschauen. Also ich finde den Umbau genial, weil man dafür eine relativ kurze Zeit braucht. Das Anlöten ist auch einfach. Wirklich das einzig Schwierige in dem Fall ist auch das Löten. Beziehungsweise es ist schwer, wenn man keinen Lötkolben hat, da muss man sich einen neuen kaufen. Man kann sich zwar im Shop bei mir einen besorgen, aber das ist auch die größte Hürde dabei. Auch jeder, der noch nie gelötet hat, im Endeffekt wird es hinbekommen, diese Punkte anzulöten. Das sind große Kreise. Und einfache Kabel, die kriegt man ganz, ganz einfach hingebaut. Und ich finde das Ergebnis einfach mega. Jedes Mal, wenn man den Controller anmacht,
dann leuchtet es einem hier vorne entgegen. Jetzt natürlich, wenn man auch die Standardtasten verbaut hat, leuchtet das ebenfalls so. Ist natürlich ein bisschen gedämpft, weil das nur außenrum scheint und nicht in der Mitte. Aber ich finde, es leuchtet generell cool und wenn man das mit einer bestimmten Farbkombination noch kombiniert, auf jeden Fall ein Hingucker. Also alles in allem würde ich jedem, der irgendwie LEDs oder Beleuchtung mag, empfehlen, so ein Set einzubauen. Das ist wirklich einfach und ihr habt die Farben Rot, Grün, Blau und sogar Weiß hier. Und könnt dann einfach entscheiden, was zu eurer Farbkombination am besten passt. Bevor wir das Video jetzt unnötig in die Länge ziehen, falls ihr noch eine Frage habt, einfach in die YouTube-Kommentarbox oder WhatsApp, Instagram, Facebook. Ihr könnt mich überall erreichen und ich freue mich darauf, die Fragen zu beantworten. Wir sehen uns dann im nächsten Video.